Frau Kamikaze-Boots im Institut für angewandte Kybernetik und Robotertechnologie in Lüpera-Städipel, Bing, Toru Arimator parat, einen hohen Gast zu empfangen. Der aufstrebende Mechatek ist bereit für Generalmajor Pavel Rebelkov persönlich. Das Freiluftgelände der Einrichtung ist weiträumig und naturbelassen. Es sieht so aus, als ob hier fleißig trainiert wird. Wer jetzt jedoch glaubt, dass hier junge Rekruten durch das Feld robben, der liegt falsch. Hier trainieren Zybereinheiten heute sogar vor ihrem Chef. In diesem Moment kommt auch schon der junge alte Rebelkov angesaust. Er landet sein Flügelhorn spektakulär auf dem benachbarten Parkplatz. Sofort macht sich Toru Arimator auf, seinen Auftraggeber zu begrüßen. Er verschränkt seine Arme in Demutshaltung und verbeugt sich hoch wohlgebollene Generalmajor, meine tiefste Verehrung. Arimato hat leichte Probleme bei der Aussprache, insbesondere mit dem R. Dieser Buchstabe klingt bei ihm wie ein L. Zur besseren Lesbarkeit wird jedoch ab nun darauf verzichtet. Schnell wiegelt Rebelkov ab, genug der Floskeln. Wo sind meine Kampfgeschwader? Arimato verbeugt sich tief, sehr wohl, ich schicke zwei sorgleich heraus, er beblinzelt sein Komm. Metallische Geräusche sind zu vernehmen. Klang, klanke. Klängender kommt das mechanische Paar auch schon angehüpft. Drahtig kommen sie daher. Bewegungsoptimiert. Das sind also die flinken neuen Kamikaze-Bomber. Rebelkov ist gespannt. Arimator blinzelt sie auf Stopp. Sofort fahren sie in den abgesicherten Energiesparmodus. Der Ingenieur beginnt seinen Vortrag. Wie Sie wissen, lieber Herr Rebelkov, sind die Zeiten von Atomwaffen längst vorbei. Wer will schon sein eigenes Land vergiften? Haha, hihikazihaha, kichert er wie ein Kleinkind. Sein Brötchengeber sieht ihn streng an. Schnell fährt Arimator fort, aber ich habe die Lösung gefunden. Kleine, bewegliche, zu allem bereite Einheiten. Stolz zeigt er auf sein Werk. Da sich heute neben der unbrauchbaren Elite, hehelalala, er beherrscht sich, schluckt den Lacher runter, keiner mehr umbringen will, selbst die Ruber des Trümmer. Verweigern hier den Dienst, hohoho, habe ich nun exzellente Kamikaze-Boots erschaffen. Sie sind sehr flink und sprengen sich ohne zu zögern ab NEURONALMATCH90% in die Luft. Angriffsparameter, Person, Position etc. können in Echtzeit übermittelt werden. Rebelkov zeigt sich wenig beeindruckt, grau ist alle Terry. Ist es möglich, eine Demonstration ihrer Fähigkeiten zu bekommen? Ja. Selbstverständlich, dies ist machbar. Arimator zückt seinen Komm, doch Rebelkov ist schneller, geben Sie mir das mal her. Mit diesen Worten entreißt der junge Rebelkov dem Techniker sein Steuergerät. Die Anwendung ist einfach gehalten, oben erkennt man die beiden Boots, unten die Gegend. Rebelkov schiebt einen der beiden auf einen Panzer weiter hinten auf dem Testgelände. Ein Tipp genügt, und eine Auswahl der weiteren Aktionen erscheint. Terminierung steht an erster Stelle. Rebelkov lehnt Arimator an und drückt den Knopf. Sofort erwacht er eine Boot. Ohne sich umzuschauen rennt er an die vorgegebene Stelle und sprengt sich in die Luft. Rebelkov ist angetan. Er begibt sich Richtung Explosionsherd. Sie bleiben, wo sie sind, Arimator. Ich will da was testen. Was passiert denn eigentlich, meint er aus etwa 15 Meter Entfernung. Wenn ich den zweiten auf Toru Arimator programmiere? Gesagt, getan. Arimator bleibt erstaunlich gelassen. Rebelkov drückt den Knopf. Der zweite Exa erwacht und beginnt zu schwanken. Ein metallisches Wetterlisting. Person unsichtbar. Befehl abgebrochen. Ist zu vernehmen. Auch auf Rebelkovs Display blinkt diese Meldung. Arimator hat also vorgesorgt. Der Generalmajor ist begeistert. Selbstverständlich sind alle namhaften Militärs und einflussreichen Persönlichkeiten für diese neuen Einheiten unsichtbar. Aber dies unterstreicht auch die Gefährlichkeit der neuen Waffe. Ihre Herstellung ist äußerst kompliziert. Ständig müssen sie Taktikdaten interpretieren, aber gleichzeitig unterhalb des Ich-Bewusstseins agieren. Nur kleine Stückzahlen sind derzeit möglich, die Kosten pro Sprengung immens. Für gezielte Spezialeinsätze sind sie jedoch optimal. Beweglich, still und ohne Murren schalten sie jeden unliebsamen Gegner aus. Aus Respekt vor den alten Traditionen habe ich beschlossen, sie Exaha zu nennen. Sie vereinen die Geschichte mit der Kriegsführung von heute. Ein Terrorkommando braucht nur einmal Glück.
Rebelkov zeigt sich tief beeindruckt. Herr Arimator, Sie können stolz auf Ihre gelungenen Maschinen sein. Sie sind echt brauchbar. Ich gehe davon aus, dass ich bald einen kleinen Auftrag für Sie habe. Durch diese neue Klasse ist es endlich möglich, unliebsame Schlüsselpersonen sauber auszulöschen. Ich gebe noch heute Anweisung, Ihr Budget zu verdoppeln.